Ich wollte gerade sagen, hier hält sich eigentlich niemand an die Regeln im Clan Free-to-Play, denn im Clan Free-to-Play bin ich im Moment so ziemlich ganz alleine, aber willkommen, er sucht Anschluss und hält sich an Regeln, aber ich im Moment ist es sehr, sehr schwer, hier überhaupt Leute zu halten und damit willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thorsten. Ja, Schiefwarfus ist Rathaus 12 geworden, heute habe ich auch mal wieder ganz vergessen. Aber wenn ihr in ein abgedatetes Dorf kommt, also sagen wir mal, das Rathaus ist fertig geworden und ihr kommt erst 2 Tage später rein, ab da läuft dann auch erst die Zeit. Ja, und wir haben hier jetzt auch aktuell einen Boost, 4 Tage, 18 Stunden. Also ganz easy, easy peasy. Und habe auch schon so ein bisschen was gemacht. Labor läuft. Habe hier die neuen Sachen aus dem Shop rausgekauft und mache aber jetzt hier ganz piano. Ne? Ich muss mir jetzt mal wieder zusehen, dass ich einen 13er bekomme. Aber ich habe ja gestern schon angekündigt, ich bleibe einfach mal sitzen. Habe ich jetzt auch gemacht. Und es geht nämlich um die sogenannte Kleingedruckte. So will ich es mal benennen. Auch da sind wir gestern oder ja doch gestern im Stream drauf gestoßen. Und zwar, wenn wir unter Neues gehen, unter vollständige Versionshinweise. Dort könnt ihr das gesamte Update nochmal nachlesen, ob auch für euch vielleicht was dabei ist. Ja, und klar, es liegt Magie in der Luft. Mehr Magie kann gar nicht in der Luft liegen im Moment. Aber hier ist nochmal alles erklärt. Neue Verteidigung, Zauberturm, Monolith, neue Truppen, Elektro-Titan, Titanin. Entschuldigt bitte. Elektro-Titanin. Es gibt die neue Kampfmaschine, den Kampfbohrer, neuer Zauber, Rückrufzauber. Ich habe gestern versehentlich den Zauber als Klonzauber bezeichnet, weiß ich selber im Video. Im Nachgang hört man sich selber nochmal an. Ich meine, ich höre meine Videos in der Regel, bevor ich sie bringe, nochmal. Aber habe da nicht genau hingehört, habe ich glaube ich mal Klonzauber zugesagt. Es gibt die neuen Heldentiere, Frosty, Digi, Giftechse, so heißt das hier in Deutschen, und Phönix. Wir haben neue Gebäude und Verteidigungslevel. Auch das ist eine Liste, die sich für mich hier als Rathaus 15er, also jetzt dieser Account ja noch längst nicht, wirklich heftig liest. Und haben aber auch, das kommt jetzt so ein bisschen ins Kleingedruckte, haben aber auch so ein paar Sachen, die tauchen natürlich jetzt so in den Sneaks nicht auf, ja, oder auf. Die Schwellenwerte für die CWL-Platzierung wurde für die Liga Silber 1 und höher angepasst, okay. Das sind alles so kleine, aber feine Details. Defensive Superlakaien, das ist sehr, sehr wichtig. Schießen jetzt nur noch 3 statt 5 Langstreckengeschosse. Okay, kleines bisschen genervt worden. Der Giftzauber wirkt nicht auf unterirdische Tunnelgräber. Auch Digi und Kampfbohrer werden vom Rathausgift nicht beeinflusst, wenn sie unter der Erde sind. Ja, leuchtet eigentlich auch ein. Änderung am Kasernensystem. Das ist klar. Wir haben jetzt noch eine dunkle, eine helle Kaserne. Die Ausbildungsdauer der Truppen ist jetzt mit einer Kaserne oder einer dunklen Kaserne ist gleich lang wie vorher mit 4 Kasernen oder 2 dunklen Kasernen. Wunderbar. Alle Produktionsgebäude, Kaserne, dunkle Kaserne, Zauberwürge, dunkle Zauberwürge und Belehrungswerkstatt können nun weiter Einheiten ausbilden, wenn sie verbessert werden. Das finde ich sehr, sehr gut. Anstatt komplett zu stoppen, werden sie mit 50% ihrer normalen Geschwindigkeit weiter trainieren. Das finde ich vor allen Dingen für die Werkstatt sehr, sehr gut. Ich habe ja etliche Accounts, wo die Werkstätten noch alle leveln müssen und kann ich wenigstens nach wie vor dort Kampfmaschinen produzieren. Wunderbar. Oder Belagerungsmaschinen produzieren. Beachte, dass die Aufgaben der Starter-Herausforderungen, die mehrere Kasernen erforderten, ersetzt oder geändert wurden. Ja, ich habe gestern allerdings, muss ich mal darauf hinweisen, ich bin noch beim Farm auf das ein oder andere Dorf getroffen, wo doch noch alle Kasernen da waren. Lag das vielleicht daran, dass die Charaktere nach dem Update noch nicht online waren oder so? Also ich habe beim Farm noch gesehen, dass ich doch noch Dörfer gesehen habe, die mehrere Kasernen hatten, als nur noch diese eine. Verbesserung, also vielleicht ist euch das auch aufgefallen, kann ja sein. Verbesserung bei den Saisonherausforderungen. Die Saisonherausforderungen sind jetzt an der Level der Rathäuser und Meisterhütten angepasst. Wunderbar. Jede angebotene Herausforderung sollte nun machbar sein. Spieler auf niedrigen Level werden nicht mehr aufgefordert, Aufgaben zu erfüllen, die sie nicht erfüllen können. Zum Beispiel eine Truppe zu benutzen, die erst viel später freigeschaltet wird. Das Ganze ist also jetzt so ein bisschen dynamischer.
Finde ich sehr, sehr gut. Habe ich, glaube ich, auch immer für gewotet, dass ich schwachsinnig finde, wenn da stand, spende 5 Belagerungsmaschinen und du machst als Achter die Saisonherausforderung. Spieler, die den Goldpass in den Vormonat gekauft haben, erhalten einen Bonus von 200, wenn sie den Goldpass für die aktuelle Saison kaufen. Okay, die Änderung wird mit der November-Season in Kraft treten, wofür die auch immer sind. Wir haben aber auch festgestellt, alles ist teurer geworden im Shop. Alles ist teurer geworden im Supercell Store. Also dort kostet der 3-Monats-Pass jetzt 14,99 anstatt 11,99 und so weiter hier in Game. Mittlerweile 5,99 oder sagen wir mal so 6 Euro minus 1 Cent. Und vielleicht gab es das dafür wieder oder so. Priorisierung der Clanstadt. In der Clanstadt können jetzt Anführer und Vizeanführer 3 Gebäude pro Distrikt in der Clanstadt priorisieren. Im Moment ist es ja so, dass einfach jeder kann da was anstoßen und jeder kann seine Punkte da reinballern, wo er will. Das bleibt auch so. Das bleibt leider auch so. Die Priorisierung ist nur eine Empfehlung, mehr nicht. Ja, die ist nur eine Empfehlung, mehr nicht. Da kann man dann sehen. Ich trete eigentlich dann ja mal eine Mail los, aber ist auf jeden Fall stets im Kleingedruckten, darf man nicht vergessen. Bessere Auswahl der Angriffssituation, wenn Angreifer durch Mauern blockiert sind. Heiler haben jetzt eine geringere Wahrscheinlichkeit, großer Wächtergolem, Minigolem, Eisgolem und Kopfjägerin anzuvisieren. Und eine etwas geringere Wahrscheinlichkeit, das war auch ein Satz, Königliche Gladiatorin und Barbarenkönig anzuvisieren. Heiler visieren keine Mauerbrecher, Supermauerbrecher oder Mini-Yetis mehr an. Ein bisschen Kosmetik gibt's auch. Neue Musik für die Szenerie zum 9. Jahrestag, muss ich mal so ein bisschen genauer reinhören. Für die epische Dschungelszenerie, für die Dschungelszenerie. Es gibt neue Animationssets für die Königin, für die Königliche Gladiatorin und auch für den Schwerteffekt des Champions. Zeit- und Kostenreduzierung, auch das fand ich eine sehr, sehr coole Sache. Was fand ich da eigentlich so cool? Das Problem mit der Schnellspende von Supertruppen wurde behoben, wenn man versucht hat, in der Bauarbeiterbasis zu spenden. Okay, kann man jetzt also auch machen. Da musste man immer, glaube ich, zurückgehen. Die Begrenzung der Überfallmedaillen von 5000 wird aufgehoben. Bestes Update ever. Weil du musstest immer irgendwo die 5000 ausgeben, auch wenn du es gar nicht konntest. Ja? Konntest es halt nicht machen. Bezirke, die sowohl gesperrt sind, das betrifft jetzt als die Stadt, sollen als gesperrt und noch nicht geladen angezeigt werden. Angriffsbutton wird in einem Überfallwochenende nicht mehr rot, sondern grau angezeigt, wenn keine weiteren Angriffe mehr möglich sind. Korrekte Anzeige der Spendenmeldung beim Fertigstellen von Ruinen in der Clanstadt. Okay, das betrifft alles Clanstadt. Button für die Wiederholung überspringt nun fehlende Wiederholung. Die Mauern werden aktualisiert, Layout, das ist alles Clanstadt, Beschreibung einer zu großen Explosion, oh Gott, beim Sprungzauber Level 4, die Dauer des Effekts vom Fledermauszauber, wurde an die Spawndauer angepasst, 5, nee, SFX der Kampfholzfalle wurde verbessert, ja, die war wirklich dahin, stimmt gar nicht. Besser eine starke Behauptung als ein schlechter Beweis. Einige seltene Fälle in der Logik, okay. Also es gibt echt viel hier noch im Kleingedruckten zu sehen. Ich empfehle euch, lest es euch mal ganz in Ruhe durch und ackert das nicht mit mir durch hier. Aber es sind so ein paar Sachen dabei, die gefallen mir wieder sehr, sehr gut. Es gibt einige Sachen da fallen, die sind mir da natürlich nie aufgefallen. Aber irgendeinem ist das aufgefallen, das wurde hochgeladen bzw. wurde gemeldet. Dann wird darüber sicherlich im Team bei Supercell diskutiert. So nach dem Motto, ja, das ist ein guter Vorschlag, den können wir umsetzen. Ja. Und auch das, die Anzahl für die X-Bögen in den Saisonherausforderungen wurde von 250 auf 200 reduziert. Aha, um mit anderen ähnlichen Aufgaben gleichzuziehen, alles klar. Es gibt ja noch da diese blöde Aufgabe, verteidige dich 5000 Mal für 100 Gems. Es ist auch immer noch leider so wahrscheinlich. Ich habe noch gar nicht reingeguckt. Einheiten mit verzögerten Spawn lösen keine Fallen mehr aus. Anzeige des Aura-Effekts des großen Western. Wenn man eine Live-Wiederholung betritt, ist der große Wächter bereits eingesetzt wurde. Achso, fehlende Soundeffekt für freundliche Blume hinzugefügt. Danke, Supercell. Die Schaltfläche nochmals spielen am Bildschirm wird ausgegraut, wenn die Herausforderung beendet wurde. Es wurde behoben, dass die Buttons im Kampf-Endbildschirm manchmal nicht mehr reagieren und der Button zum Schließen endlich des Glückwunsch-Pop-Ups zum abgeschlossenen Überfall beim Öffnen der Überfallkarte wurde korrigiert.
wenn der Bildschirm in der Kleinstadt geöffnet ist. Vielen lieben Dank, Supercell, für diese wirklich tollen Sachen hier. Also lest euch das ruhig mal ganz, ganz in Ruhe durch. Da sind, wie gesagt, da ist was dabei, was euch sicherlich interessiert. Da ist auch was dabei, was mich interessiert hat. Und ich wollte es nur gesagt haben, bevor ich es irgendwann mal vergesse und dann ist es ganz raus. Ja, ihr könnt das hier nachlesen, ihr könnt das aber auch bei Clash of Clans Blog nachlesen oder wieder vielleicht sogar im Wiki. Da habe ich jetzt noch nicht geschaut. Die Kollegen vom Wiki haben übrigens darum gebeten, um ein paar Tage Geduld. Die holen das Ganze jetzt auf, die ganzen Tabellen und so weiter. Das dauert natürlich erstmal ein bisschen, bis dort wieder, ich sag mal so, der normale Alltag reinkommt, bis das alles angepasst ist. Und also gebt denen noch ein paar Tage Geduld. Die machen das schon. Was machen wir? Wir machen natürlich Clash of Clans. Ich bin jetzt ein Rathaus 12 hier. Oh, ich bin jetzt ein Rathaus 12. Cool. Sehr cool. Endlich mit dem Schief Barfuß. Dadurch rücken dann andere natürlich an die Stelle von Barfuß hier bei mir. Das ist immer so. Ich habe ja immer ganz gerne so ein Rathaus pro. Ja? Beziehungsweise nicht pro, sondern ein Rathaus, wo ich euch die coolsten und tollsten Angriffsstrategien dieser Welt zeige. Manchmal. Ich neige auch immer leicht zu Übertreibung. Ich weiß selber. Nein, ich spiele einfach so, wie ich spielen möchte. Ich brauche ein bisschen mehr Elex, weil auch hier, ja, habe ich gestern schon gesagt, die Updates erstmal immer in den Rathäusern sind immer Elex-lastig. Und im Moment brauche ich Elex halt für meine Armeelager, damit ich die leveln kann. Und dementsprechend brauchen wir da viel. Ich meine, der hätte die alle jetzt außen, die hätte ich jetzt auch so wegsnacken können. Bringt aber auch nichts. Ich habe ja auch wieder eine ziemlich dicke Armee dabei. Wir können aber mit diesem Charakter, ich glaube, Barfuß war noch nie in der Meisterliga. Das heißt also, wir können uns noch Gems abholen hier mit dem Barfuß. Solltet ihr auch nicht vergessen. Ja, den können wir mal mitnehmen. Was haben wir denn? Okay, ich denn hier eigentlich am Start? Alter. Okay. Krass. Okay, habe ich gar nicht gewusst, dass ich so eine krassen Sachen hier mit dem Rathaus hier baue. 4 Mauerbrecher, okay. Das ist aber schon reichlich, ne? Ach, Queen, bleibt doch da. Ja, aber geht da rein. Ist egal. Haben wir den Weg gleich für den King. Sehr schön. So, wir müssen aber ein bisschen aufpassen. Da ist nämlich dann gleich ein Inferno, der uns da ein bisschen wehtun könnte. Mal sehen, wo der Mauerbrecher noch hingeht. Zack, da durch. Perfekt. Sehr schick. Das Lager machen wir aber weg, bevor die Queen meint, das ist ihrs. Würde ich jetzt mal so sagen. So, die machen wir eben mal unsichtbar. Sehr schön. Erstmal den einen Inferno. Und das ist aber noch, das ist aber normal. Ich wollte gerade sagen, das ist aber ein normaler Inferno. Nein, es gibt natürlich keine normalen Infernos. Und den mit hinterher. Aber irgendwo ein böser Feger. Ne, ah, nee, der ist jetzt schon wieder andersrum. Alles klar. Alles klar, der ist schon wieder andersrum. Jo. So, da kommen jetzt noch ein paar Ballons raus. Perfekt. Oh, meine ganze Meute hier außenrum. Aber ist gar nicht mal so schlimm. Wir wollen ja auch die Ressourcen haben. Ist gar nicht mal so schlimm gewesen jetzt. Wir wollten ja die Ressourcen haben. Was wollen die Heiler heilen hier? Ah, okay. Der King ist immer noch dabei. Okay. Ah, den Gift hätte ich jetzt da oben nehmen können. Naja. Wir farmen halt hier. So, wir halten den X-Bogen eben mal so ein bisschen auf. Und hier unten sind auch noch Drachen und immer noch der King. Oh, der King wurde hochgehalten. Yes. Nice. Ach, King, nicht durch eine Mauer. Lauf doch vorbei. Lauf doch vorbei. Aber hier außen ist einfach nichts mehr. Doch, da hinten ist doch noch was, King. Och, Mensch. Ja, er hat halt seinen eigenen Kopf, ne? Er hat halt seinen eigenen Kopf. Eigentlich könnte ich auch mal das Model nehmen, das Schöne. Oh, mal so. Elex haben wir in jedem Fall gekriegt. Wollte jetzt nicht ganz, ist aber nicht so tragisch. Also ein bisschen Clash of Clans geht bei mir ja immer. Auch wenn es jetzt auf die etwas kleineren Rathäuser natürlich manchmal geht. Aber auch die gilt es ja so ein bisschen weiter zu leveln. Und ich hoffe, ihr macht das auch.
habt auch da nach wie vor den Spaß gefunden. Rathauswürfe ist ja nicht so mein Ding. Da kann ich wirklich nicht so effektiv mit angreifen. Da muss ich auch mal wieder ein bisschen trainieren und ein bisschen so, ja, mal wieder ein paar Strategien, mal auf YouTube schauen, was macht man eigentlich im Moment im Rathauswürfbereich, um cool zu sein. Aber nichtsdestotrotz könnten wir die natürlich nochmal bauen, aber ich war hier, glaube ich, wie gesagt, ich war noch nie. Ach doch, der war da schon. Chefkoch war das dann. Mit Chefkoch habe ich mir das noch nicht abgeholt. Okay, mit Chefkoch. Oh, zweimal nix? Okay, zweimal Schnellausbildung. Die kann ich nicht ausbilden, weil ich keine Supermauerbrecher habe. Dann würde ich sagen, zack, zack, bauen wir die doch mal aus hier. Mit ein paar dunklen Zaubern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Einmal den hier und einen Sprungzauber vielleicht. Sprung wäre vielleicht, obwohl Sprung ist, nee, brauchen wir nicht. Einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und was haben wir noch offen? Noch einen. Hatten wir hier schon einen? Nee, 8, 1. Ach nee, da fehlt ein Zauber da. Warte mal, Skelett. So, passt es. Perfekt. Machen wir das so. Ja. Gehen wir mal wieder mit den Kobis auf die Reise, würde ich sagen. Ne? Ist ja auch nicht so schlecht. Ich wollte gerade sagen, spart Ressourcen, aber spart ein bisschen Zeit, weil ich bleibe jetzt auf dem Account drauf. Ich hoffe, das hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Lest in jedem Fall das Kleingedruckte, das ist immer wichtig. Auch im RL, also auch im richtigen Leben. Und ich verbleibe, wir sehen uns in weiteren Videos und in den Livestreams. Ciao, ciao, euer Toto. Fest.